Tja. Mom, kurz AFK. Re. Ja. Könnte ich über den Schamanen reden? Wir haben hier nur die eine. Autovervollständigung, meinten Sie? Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Router ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite. Nicht oder? So unbedingt. Mit einem Apache. Das ist meine. Gut, vielleicht müssen wir ihn nochmal ausquetschen. Das bringt nichts. Da kommen wir nicht weiter. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Lilly hatte kein Interesse an der Wendigo, aber diese Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Das tue ich schon die ganze Zeit. Wie können wir mit dem toten Barmann reden? Ich werde den Limbus vermissen. Zu Lebzeiten gab es immer Ärger, wenn ich mich in fremden Schränken versteckt habe. Junkfood für dich. Da, wo ich hingehe, brauche ich das nicht. Apropos, du hast nicht zufällig eine Zeitung bei dir, oder? Nee, habe ich nicht. Tja, also... Schultafel. Tja. Mit dem Schaman müssen wir über den Wendigo reden, aber der Schaman will nicht mit uns reden. Die Sonne mal umstellen. Vielleicht. Lässt sich der Schaman jetzt mit sich reden? Mom. Re. Verdammt. Tja. Schamane. Schamane, Schlagsahne. Hallo, Kleine. Immer noch tot? Denk das nächste Mal bitte daran, dir etwas Kleingeld auf die Augen legen zu lassen, ja? Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Ja, also irgendwas habe ich doch irgendwas habe ich übersehen. Tja, wir haben Junkfood. Den können wir das Junkfood geben. Vielleicht ihm. Etwas Reiseproviant wäre tatsächlich nicht schlecht. Aber das da riecht nach totem Hund. Damit kannst du höchstens noch die Geier anlocken. Danke für den Tipp. Vielleicht. Das Essen hatte schon lange genug in der Sonne gelegen. Tut vielleicht. Den Geier. Was ist das? Habe ich dich da etwa verdorbenes Fleisch? Verdammt! Dann hätte ich doch längst anfangen müssen zu kreisen. Da habe ich wohl meinen Einsatz verpasst. Wenn dich jemand fragt, kannst du bitte einfach erzählen, dass ich gekreist habe? Ja, übertreib auch gerne ein bisschen. Ich sag's allen. Bau einen Looping ein. Du weißt schon. Und das nächste Mal kreise ich auch wieder. Er hat ganz, ganz viel gekreist und hat super tolle Loopings gemacht. Wetter. Also... Ja. Was ist das? Rieche ich? Was ist das? Verdammt, da habe ich wohl, wenn ich übertreibe und das nicht. Tja.
mit ihm das dorthin legen, das können wir auch nicht machen, oder? Oder doch? Junk das Food. Essen hatte schon. Was ist das? Habe ich dich da etwa verdorbenes Fleisch? Twilight Arrow. Verdammt! Dann hätte ich doch längst anfangen müssen zu. Da habe ich. Wenn übertragen. Und das nicht. Was ist das? Tja. Ja. Vielleicht steckte das natürlich heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Natürlich funktioniert das. So, jetzt gehen wir mal zurück in die Prärie. Meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Das finde ich schlecht. Die Geier kreisten über einen bestimmten Punkt am Horizont. Damit musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Großartig. Oh. Sehr gut. Die Mine, das Versteck. Auf geht's. Wir ignorieren mal den großen Wendigo. Du solltest lieber nicht in die Mine gehen. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Ja, dann reden wir mal mit dem Wendigo. Du bist ja unsere Dämonentöterin. Da staunst du was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Zurück in die Prärie. Goldmine. Vielleicht kann man jetzt mit dem Kollegen reden. Der Goldgräber ist jetzt schon zur Mine gegangen. Der Schamane, mit dem Kollegen müssen wir noch reden. Vielleicht können wir jetzt über den Wendigo reden. Mom, kurz AFK. Ja, ja. Tja. Tja. Mit wem haben wir heute noch nicht geredet? Bei dem Wendigo kommen wir gerade auch nicht weiter. Komm, wenn sie näher, komm. Ach du, leider auch, wenn du die Sachen, die ich jetzt oder auf. Die Geier kreisten über einen bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Tja. Wendigo Himmel. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Tja, da müssen wir was gegen machen. Du brauchst erst gar nichts Komisches zu versuchen. Ich bleibe hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Dem Geruch zufolge musste das dieser Wendigo sein. Der Schamane
hat er recht behalten. Er stank wirklich bestialisch. Tja, der Schamane vielleicht. Ich versuch's immer wieder. Irgendwann klappt das. Westernhof. Indianer Friedhof. Jetzt rede mit uns. Verdammt. Auto vervollständig meinten sie. Roffe, das sind mein jetzt will. Mit. Das will also noch nicht klappen. Tja. Prärie. Uhrzeit ändern. Meinst du mit der Sonnenuhr, Lumanda? So hier. Habe ich vorhin schon mal versucht, aber es tut bei dem Schaman nichts zur Sache. Der tut immer noch so. Der hört deswegen nicht auf zu spielen. Mom, kurz AFK. Ja, wir haben hier nur noch die eine Sache. Zum Wendigo. So, habe ich neue Augen Walkthrough auf YouTube raussuchen. Ja, die Uhrzeit tut dadurch auch nichts zur Sache. Herr komisches zu versuchen. Ich bleibe hier draußen, ja. In der Sonne, wo es sicher ist. So. Es ist, wenn wir nicht weiter wissen, wollen wir nicht weiterkommen. Harveys neue Augen, Gronk. Sehen wir nachgucken. Schamane. Er hat ja gesagt, dass er an seinem Platz an der Sonne bleibt. Ja, die Sonne. Wir haben es gerade verstellt. Hast du doch gesehen, wir haben ja. Können wir hier verstellen, was wir wollen. Ich einmal so hin. Können wir gucken. Da bleibt er. Ändert sich nichts. So. Haben wir dasselbe nochmal. Du kannst da schieben, was du willst. Tja. Schau mir gerade das Let's Play von Gronk an. Ja. Nur im Notfall. Solche Mittel greift man bitte nur im Notfall. So, wie hat der das gemacht? So. Okay. Mit dem Schaman müssen wir reden. Ja, den Junkfood haben wir schon aufgehoben. Das ist klar. Das leuchtet mir ein. Warum können wir mit dem Schamane nicht über den Wendigo reden? Theoretisch müsste das doch jetzt. Wir haben den Schamanen hier rüber geholfen. Wir haben mit dem Wendigo geredet. Lilly hatte sich den Schamanen irgendwie anders vorgestellt, kleiner. Tja. Mom, kurz AF Re. Ich müsste jetzt hier ein Schamane sein. Ich müsste mal jetzt mit ihm über Schamane reden können. Tja. Mit dem Feuer spielen dürfen wir nicht. Hallo Kleine. Immer noch tot? Denk das nicht ohne Kleine. Bringt doch nichts. Saloon. Mit dem haben wir schon geredet. Sind wir fertig.
Ich werde den Limbus vermissen. Zu Lebzeiten gab es immer Ärger, wenn ich mich in fremden Schränken versteckt habe. Wieso können wir mit dem Schamanen nicht? Das ist, irgendwie ist kaputt, oder? So, mal Kaffee trinken. Ist nicht der Ziel der Sache, aber... Vielleicht finden wir hier noch was, was wir mitnehmen können. Wir können ja Sachen auf die Augen drauflegen, vielleicht. Cocktailalbum, Ednas Karte, vielleicht können wir das. Okay.